Hey Leute, in diesem Video möchte ich euch einen kleinen Bug zeigen, den es in Darkness Falls gibt für das Spiel 7 Days to Die. Ich habe hier mal so einen kleinen Garten angelegt und unter anderem auch so ein paar Tierfallen in Anführungsstrichen. Bevor ich hier weitermache. Die stören sonst nur. So. Und zwar gibt es einen Bug, den ich entdeckt habe. Haben vielleicht andere auch, weiß ich jetzt nicht. Erst dachte ich, dass der durch die neue Version von Darkness Falls behoben wurde, aber offensichtlich immer noch nicht. Und deswegen dachte ich, teile ich den einfach mal mit euch. Und zwar geht es darum, dass ihr schneller durch diese, in Anführungsstrichen, Fallen oder Beschaffungsmethoden für Honig oder Eierfedern oder Fell und Fleisch, das sind diese Fallen, schneller an diese Ressourcen kommt als normal üblich. Ich zeige euch das mal. Und zwar habt ihr hier ganz normal den Bienenkasten, der mit 10 Feldern Honig befüllbar ist. Das heißt, ihr packt hier das Tierfutter rein und entsprechend dieses Ladebalkens, wenn der voll ist, füllt sich das jeweilige Feld je nach Anzahl an Tierfutter mit Honig. So, bis dahin noch alles soweit okay. Der Bug funktioniert nur dann, wenn ihr so wie hier seht, dass dieser Balken komplett vollständig aufgeladen ist und so blinkt. So, das heißt, das Tierfutter muss leer sein. Das heißt, ihr habt nur 9 Felder reingepackt an Tierfutter. Und das 10. Feld lädt sich bis zum Anschlag auf. Dann könnt ihr es so machen, dass ihr ein Feld Honig rausnimmt. Und ihr legt zum Beispiel ein Tierfutter wieder rein und siehe da, sofort wird das Honigfeld nachgefüllt. Das könnt ihr auch mit 2-mal Honig machen. Ihr legt 2-mal Tierfutter rein. Tada, und sofort wird 2-mal Honig nachgefüllt. So, das funktioniert hier natürlich nicht nur mit dem Honig, sondern auch mit den Hühnern. Das heißt, gerade fürs Kochen ist das total interessant, aber auch für die Pfeilherstellung. Also das Feld blinkt. Wir können 2, 4, 6, 8 Felder reinpacken. Wir machen 8 Felder. Und siehe da, sofort werden 8 Felder aufgefüllt mit entsprechenden Ressourcen. In dem Fall halt Eier und Feder. Und wie gesagt, fürs Kochen ist das super. Und es bringt, wie ihr seht, auch richtig Kohle. Gut, Federn jetzt weniger, aber wenn ihr halt gerade am Anfang Pfeile produzieren wollt, braucht man nur mal Federn, erspart man sich auf diesem Wege das lästige Nester sammeln, sondern hat mit einem Mal, zack, das ganze Feld voll. Hier ist jetzt ein Anzeigefehler. Hier sieht man das Ganze wieder. Jetzt müsste das tatsächlich nicht mehr funktionieren, weil er komplett belegt war. Das heißt, jetzt fängt er wieder von Null auf an. Das heißt, ihr müsst jetzt wieder warten und tatsächlich das Tierfutter hier rausnehmen. Hier nochmal das Gleiche. Wir haben hier wieder diesen Balken, der voll ist. Wir packen ein Tierfutter rein. Tada, sofort nachgefüllt. Machen wir wieder mit rein. Und 3 Felder werden nachgefüllt. Ja, also das ist auf jeden Fall eine coole Methode, um schnell an Ressourcen zu kommen. Ist sehr wahrscheinlich nicht gewollt, aber es funktioniert. Und das Gleiche haben wir hier. Zum Beispiel wird das nicht funktionieren. Hier machen wir mal 6 Felder voll. 2, 4, 6. Und das bleibt dann offen und dann wird das hier auch gehen. Genau, dann gucken wir hier nochmal. Bei den Tieren hier wird es auch nicht funktionieren, weil der hier noch am Laden ist. Bei dem wird es funktionieren, weil der hier voll ist und wieder nachlädt. Machen wir wieder 2 Stück rein. 1 und 2. Direkt nachgespawnt. Wieder 2 Stück rein und wieder 2 nachgespawnt. Ja, also es ist wirklich schnelle Sache und funktioniert. Machen wir das hier nochmal, auch zum Vergleich. Ich habe hier jetzt nochmal entsprechende Mods mit reingepackt.
Wie man sieht, hat man hier ein viel größeres Feld. Aber Prinzip ist genau das gleiche. Wir machen 4 Stück rein. Jetzt müssen ungefähr 4 Stück auch wieder voll werden. In dem Fall hat das jetzt nicht funktioniert. Warum auch immer. Weil jetzt fängt er hier wieder von vorne an. Kann sein, weil jetzt hier die Felder nicht alle belegt waren. Das heißt, wir müssen jetzt mal wieder warten. Und 6 Felder voll machen. Genau das. Dass das nachher nur noch voll ist. Und dann wird es hier auch wieder gehen. Ja. Wichtig ist, dass es nicht voll ist. Weil dann funktioniert das nicht. Weil wenn ihr dann eins wegnehmt, dann fängt der Balken wieder so langsam an, sich aufzuladen. Also ihr dürft wirklich nur 9 Felder statt 10 hier mit Nahrung befüllen. Und es müssen alle Felder bis auf dieses eine letzte befüllt sein, damit die belegt sind und der sich voll aufladen kann. Das ist Bedingung. Ja, das war es auch schon zu meinem kleinen Bug-Feature. Ja, kann man nutzen, muss man aber auch nicht. Es geht auch ohne. Von daher, ich hoffe, das Video hat euch gefallen und auch ein bisschen geholfen, gerade für den Anfang. Und ja, wenn euch mein Video gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr ein Like da lasst. Oder auch, wenn ihr meinen Kanal abonniert, um einfach immer auf dem neuesten Stand zu sein, wenn ich wieder ein neues Video hochlade. Also dann, viel Spaß!